Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Und es geht um Daisy Global auf Deutsch. Und ich habe in letzter Zeit sehr viele Kontakte und einige Menschen sind auch etwas kritisch, was absolut in Ordnung ist. Aber ich möchte heute erstmal wirklich die Frage stellen: Was habt ihr zu verlieren außer 100 Dollar zum Neustart von Daisy? Und ich spreche jetzt nicht von den Personen, bei denen wirklich 100 Dollar oder dann sagen wir mal 100 Euro am Ende des Monats fehlen würden und sie da sich kein Essen mehr kaufen können oder die Miete nicht bezahlen möchten. Ich rede von all den anderen und da gibt es genug da draußen, die um 100 Dollar hier in Daisy beitragen zu können, die einfach vielleicht einmal im Monat weniger essen gehen oder sowas, ja. Und die Frage ist wirklich, ich weiß, ich provoziere jetzt und ich weiß, einige werden das nicht gerne hören, aber was habt ihr wirklich zu verlieren? Schaut euch dieses Video an und ja, ich freue mich dann über eure Kommentare zu diesem Video. Zuallererst wieder ganz normal der Haftungsausschluss. Ihr könnt das Video bitte auf Pause setzen, es in Ruhe durchlesen, weil es wichtig ist, da steht einiges über Daisy drin. Und dann nochmal von mir der Hinweis, ich bin kein Finanzberater und überhaupt nicht ein einziger Inhalt dieses Videos darf als Beratung im Bereich des Finanzen gesehen werden. So, also hier nochmal, was sind denn die Vorteile, die man hat, selbst wenn man nie auch nur eine Person wirbt? Und wir gehen jetzt hier einfach mal wirklich im Zuge dieser 100 Dollar nur von der Stufe 1 aus. Also, ihr bekommt entweder einen Anteil der Endotech-Aktien, wenn sie an die Börse gehen, oder ihr kriegt entsprechend Dividende, wenn sie nicht an die Börse gehen. Wenn ihr bei der Stufe 1 beitragt, die 100 Dollar, gehen 50 Dollar in das Trading. Und das Trading findet aus dem Grund statt, weil zur Weiterentwicklung der KI einfach massiv viele Daten vom Trading benötigt werden. Und deswegen tradet die KI mit den eingesammelten Beiträgen und wir bekommen dafür als Belohnung 70% wieder der Gewinne zurück, die die KI macht. So, und dann gibt es noch den möglichen Matrix-Spillover, bei dem man, wenn sich die ersten zwei Generationen der Matrix füllen, bis zu 48% seines Einsatzes, also bei 100 Dollar sind es 48 Dollar, zurückbekommen kann. Und zwar nicht irgendwo in ein Konto, das bei Daisy irgendwo ist, wo man dann auf eine Auszahlung warten muss, sondern das geht direkt in das Tronlink Wallet zurück. In dem Moment, wenn sich eine Position in diesen zwei Generationen füllt, bekommt man in der Stufe 1 seine 4% und die gehen sofort in das Wallet. In der gleichen Sekunde, das regelt alles der Smart Contract. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was Daisy jetzt zum Neustart für uns bereithält und wie ihr da wirklich mit euren 100 Dollar so ein minimales Risiko eingeht, wie es nie wieder sein wird. So, also was man immer hat, ist, dass man für die ersten 48 Stunden einen Starterbonus hat. Das heißt, dass man in diesen ersten 48 Stunden nach seiner Anmeldung überhaupt keine Matrix-Qualifikation braucht, um von Spillover aus der Matrix Geld zu bekommen. Ja, immer in den ersten zwei Generationen sind es 4%, also bei jedem Platz, der sich füllt, sind es 4 Dollar. Für die Generationen 3 bis, ich glaube, 10 sind es dann 3%, das heißt, jeder Platz, der sich da füllt, sind 3 Dollar. So, und ihr habt in diesen ersten 48 Stunden alle 10 Generationen frei. Das heißt, sollte in irgendeiner dieser 1 bis 10 Generationen jemand bei euch in die Matrix platziert werden in diesen ersten 48 Stunden, bekommt ihr dafür den Matrix-Bonus. Und zum Neustart von Daisy gibt es das Geschenk, dass dieser Bonus, dieser Starterbonus nicht für 48 Stunden gilt, sondern ab der Minute des Neustartes 120 Stunden. Das heißt, wenn man sich wirklich schnell in den ersten 3, 4, 5 Stunden anmeldet, dann hat man im Prinzip 115 plus Stunden diesen Bonus. So, und was kann das bedeuten? Wir reden ja jetzt hier nur von der Stufe 1. Das heißt, was ihr hier in Dollar seht, sind wirklich Dollarbeträge. Beziehungsweise, wenn das für andere Stufen gelten soll, bei den Stufen 1 bis 7 sind es dann Prozente. Wir reden jetzt hier mal von Geld, von Dollar. So, wenn sich also bei euch in der Matrix, in der Generation 1,
Einer von diesen drei freien Plätzen füllt, bekommt ihr sofort in euer Wallet 4%. Das sind 4 Dollar. Wenn sich alle drei gefüllt haben, habt ihr in eurem Wallet 12 Dollar zurück. Auf die 100, die ihr beigetragen habt. Wenn sich dann in diesen 120 Stunden oder wie viele dann für euch übrig bleiben, auch in der zweiten Generation Leute einfinden, bekommt ihr auch hier für jeden einzelnen davon 4%. Sollten sich alle 9 füllen in diesen ersten Stunden des Bonuses, habt ihr hier 36 Dollar zurück. Das heißt, alleine diese zwei Generationen sind 48%. So. Wenn sich in den 120 Stunden bei euch nichts weiter tut, habt ihr 48 Dollar oder, das ist nämlich, hat diese Generation, diese zwei hier in Weißen, die haben keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, selbst wenn es ganz doof laufen sollte und es füllt sich erst in den nächsten 2 Monaten diese 12 Plätze, habt ihr nach dieser Zeit einfach 48%, nämlich 48 Dollar zurück in eurem Wallet. Und nicht vergessen, die 50 Dollar im Trading, die ja dann auch schon eine ganze Zeit lang arbeiten. Ja? So, und wie ich gerade sagte, für diese 120 Stunden oder je nachdem, wie viel ihr davon mitnehmen könnt, gibt es keine Qualifikation für den Matrix-Bonus. Das heißt, da braucht ihr für die 10 Generationen nichts machen und sie sind für euch freigeschaltet. Ja, wir streichen sie hier durch und dann ist es klar. So, nehmen wir mal an, in der dritten Generation habt ihr das Glück, dass da 10 Leute reingehen. Wie gesagt, hier sind es dann 3%, ja? Das sind dann immerhin nochmal 30 Dollar. Nehmen wir mal an, in der vierten Generation sind es dann nur noch 7, die da rein platziert werden. 21 Dollar mehr. In der fünften Generation schaffen es noch 3 Leute, sich bei euch in der Matrix einzufinden. In der sechsten Generation noch 2 und in der siebten Generation noch einer und danach keiner mehr. Also in den Generationen wird es nach unten wahrscheinlich immer dünner werden, denn so füllt sich einfach eine Matrix von rechts nach links und von oben nach unten und nie gleichmäßig. So. Wenn es aber genauso kommt bei euch, ja, das ist jetzt ein Beispiel, dafür gibt es keinerlei Garantie. Es kann schlechter sein, es kann aber auch wesentlich besser laufen, man weiß es nicht. So, und wenn es bei euch denn so laufen sollte, dann schaut es euch doch mal an. Das macht zurück in euer Wallet 123 Dollar. Das heißt, ihr habt 100 Dollar beigetragen, habt in den ersten 5 Tagen 123 Dollar zurück in euer Wallet bekommen und habt noch die 50 Dollar im Trading, die in den 5 Tagen auch schon getradet haben. Das kann hochgehen, das kann runtergehen, da wissen wir nicht, wie die Ergebnisse sind. Nichtsdestotrotz, da frage ich wirklich, das ist doch kaum ein Risiko. Und wie gesagt, ich rede von den Leuten, die sich diese 100 Dollar wirklich leisten können. Ich rede nicht von denen, bei denen es am Monatsende super knapp wird. Das meine ich nicht. Ja? Aber für diejenigen, die dann vielleicht einfach sagen, oh, dann gehe ich halt in dem Monat 2-mal weniger essen, dann habe ich diese 100 Dollar dafür. Was habt ihr zu verlieren? Ganz, ganz ehrlich. So, und jetzt hier nochmal die Erklärung, wie es denn weitergeht. Also, die Gültigkeit. Wer sich, wie ich sagte, wenn Daisy neu startet, ist das die erste Minute von diesen 120 Stunden. So, das heißt, alle, die am ersten Tag sich anmelden, und zwar möglichst früh an diesem Tag, wenn es losgeht, bekommen bis zu 5 Tage Bonus. Ja, 120 Stunden minus die Zeit, die Daisy dann schon neu gestartet ist. Am Tag 2 bekommt man bis zu 4 Tage diesen Bonus, dass man freigeschaltet ist für alle 10 Ebenen. Am Tag 3 nur noch 3 Tage. Und danach geht es ganz normal zurück in diese 48 Stunden, wie ich sie vorhin erklärt habe. Okay, also ihr seht, da lohnt es sich dann, wenn man es schon sagt, okay, also ich habe wirklich kaum was zu verlieren, ich mache damit, ich schaue es mir an, dann bereitet alles vor. Es kann sein, dass wir diesen Freitag schon live gehen, es kann Samstag sein, es kann Sonntag sein, es kann Montag sein, vielleicht sogar 1-2 Tage später. Aber bereitet mal für Freitagmorgen alles vor. Denn was wäre, wenn? Wenn wir am Freitag live gehen, ihr wollt es ausprobieren, ihr wollt die 5 Tage Bonus nutzen und euer Wallet ist nicht geladen. So, also, hier nochmal kurz erklärt, wenn ihr der Stufe 1 einen Beitrag leistet, sind das 100 Dollar. 50%, also 50 Dollar, gehen in das Trading Fund, 50% gehen in den Crowd Fund und werden an Provisionen in die Matrix gegeben. So, die 50%, hier 50 Dollar, die in den Handel gehen. Daisy schätzt, und da wirklich,
keinerlei Garantie. Es kann wesentlich weniger sein, es kann aber auch ganz anders aussehen und mehr sein, aber einfach nur, dass ihr das wisst. Daisy schätzt, dass wir ungefähr über Zinseszins auf 300 bis 400% im Jahr kommen können. Können. So, ich habe jetzt mal einen Mittelwert genommen, $50 mal 350 macht $175. Davon kriegen wir 70% ausgeschüttet, sind $122,5, wie gesagt, mit Zinseszins. Ja, also liegen lassen und dann schauen. Ja, ihr Lieben, wirklich, was habt ihr zu verlieren, wenn ihr euch $100 leisten könnt? Und wenn euch das ins Grübeln bringt und ihr wollt Kontakt zu mir aufnehmen, kommt doch in unsere Telegram-Gruppe oder kontaktiert mich über Facebook. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Stellt mir eure Fragen und ansonsten bereitet euch vor und seid für frühestens, also es kann sein, dass wir frühestens Freitag starten, seid startklar und schaut es euch an mit euren $100. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.